Seit 8 Jahren haben wir jetzt Katzen. Und in den 8 Jahren habe ich für die Katzen eigentlich ganz schön viel gebastelt. Ich habe Kratzsprossen gemacht, ich habe Kletterstangen entwickelt, ich habe Catwalks für drinnen und draußen gebaut, ich habe Liegeflächen gemacht, ich habe Höhlen angefertigt, ich habe einen Katzenbalkon gemacht. Mittlerweile gibt es über 60 Bastelvideos hier auf YouTube. Könnt ihr euch ja mal angucken, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber eins habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Die Katzen haben keinen Kratzbaum. Ja, bis jetzt leben die 8 Jahre lang ohne so einen Kratzbaum. Also so ein Ding, wo man hochklettern kann und wo links und rechts dann irgendwelche Liegeflächen drauf sind, haben die Katzen nicht. Hallo, ich bin der Rainer und heute bekommen die Katzen einen Kratzbaum. Zum ersten Mal. So ein Kratzbaum ist ja eigentlich nur ein Puzzle aus vielen, vielen Einzelteilen und die kann man entweder kaufen oder selber machen. Und ich habe mich fürs selber machen entschieden. Zum einen, weil die Qualität der meisten Kratzbäume mir gar nicht gefallen oder die Kratzbäume dann exorbitant teuer sind. Wobei mit dem teuer, ich glaube, ich werde auch nicht preisgünstig davon kommen. Und zum anderen besteht die Basis dieser Kratzbäume meist aus irgendwelchen Papprollen. Und Pappe gefällt mir gar nicht. Also Pappe gefällt mir genauso wenig wie irgendwelche Winkel, um Liegebretter an die Wand zu machen. Ich habe mich für KG-Rohr entschieden. Und wie aus KG-Rohr und Multiplex 15 mm ein stattlicher XXL-Kratzbaum entsteht, darum geht's in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und vielleicht geht's euch ja so wie mir, ihr lernt noch was Neues dazu. Wie gesagt, so ein Kratzbaum besteht ja aus vielen, vielen Einzelteilen. Ich habe hier mal so ein Einzelteil fix und fertig. Und dieses Einzelteil besteht zum einen aus so einem KG-Rohr, könnt ihr mir auch sehen. In dem Fall habe ich ein KG-Rohr DN250 genommen. Das heißt, es hat einen Außendurchmesser von 25 cm. Die Oberfläche hier ist sehr, sehr glatt, also da finden die Katzen überhaupt keinen Halt dran. Darum gibt es halt, habe ich mir so ein Sisalteppich besorgt. Der ist speziell für Kratzbäume. Der hat eine gummierte Rückseite und die klebe ich dann hier auf dieses KG-Rohr. Dieses KG-Rohr ist ja rund und hohl. Das kann man so nicht bearbeiten oder nirgendwo befestigen. Darum kommt halt hier in dieses KG-Rohr so eine Holzscheibe, in dem Fall 3 cm Kieferplatte. Und die passt also genau hier oben rein. Und damit man dann an dieser Platte was anfangen kann, kommen halt die bewährten Rampa-Muffen und ein M8 Stehbolzen. Die Sachen, die ich hier verwende, wie gesagt, die verlinke ich euch unten, könnt ihr mal nachgucken, wenn es euch interessiert, wo man sowas besorgen kann und was das Ganze kostet. Und wie ich denn aus diesen Einzelteilen so ein Element für einen Kratzbaum halt herstelle, das zeige ich euch jetzt. Diese runden Scheiben hier aus 3 cm Kiefer, das war mal ein Wohnzimmerregal. Also eine Kieferplatte, 3 cm stark, 30 cm breit und hieraus mit Zirkel und Oberfräse habe ich halt diese Kreise rausgefräst. Wenn ihr den Kanal schon etwas verfolgt habt, dann wisst ihr ja, wie das Ganze funktioniert, aber ich kann das euch dann nochmal zeigen. Ja, zum einen habe ich mir so einen Fräszirkel gebaut, also dieses Teil ist verschiebbar. Hier habe ich ein Loch drin. Und in dieses Loch passt genau dieser Kopierring von der Oberfräse. Wie gesagt, das Teil ist verschiebbar. Das ist halt hier eine Aluschiene. Da ist ein 5 mm Schraube drin. Und diese 5 mm Schraube, die passt genau hier in dieses 5 mm Loch.
Und wenn ich das dann da reinmache, ne, dann habe ich hier den Drehpunkt von dem Zirkel, der dreht sich dann. Und wenn ich die Oberfräse hier reinstelle, kann ich halt hier kreisrund ausfräsen. Ja, und das muss man bei so einem Kratzbaum, der ja aus vielen Elementen besteht, sehr, sehr häufig machen. Einmal zeige ich es euch. Man könnte das Ganze auch mit einer Stichsäge und Feilen machen, aber wie gesagt, die Oberfräse ist einfach prädestiniert. Und da ich ja gerne runde Sachen halt für die Katzen bastel, lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung von so einer Oberfräse. Also unabdingbar fürs kreative Basteln für Katzen. Die kommt ja auch hier noch häufiger zum Einsatz, aber wie gesagt, einmal mit diesem, ne, muss ich nicht jedes Mal zeigen, wie das funktioniert, mit dem Zirkel, Oberfräse. Einmal zeige ich es euch. Und wenn ich dann fertig bin, sieht das Ganze so aus. Das heißt, ich habe hier halt immer kreisrunde Nuten reingefräst. Und das in dem Fall dreimal. Und die säge ich jetzt mit einer Stichsäge aus. So, und fertig ist so ein Kreis und wie gesagt, der bleibt ja noch ein bisschen übrig, weil ich kann halt nicht so genau mit der Stichsäge arbeiten, aber das fräse ich dann gleich am Frästich weg. So, alles glatt, rund, so wie es sein soll. Dieses Fräsen von Kiefernholz hat halt einen schönen Vorteil. Es riecht jetzt in der ganzen Werkstatt nach Kiefernholz. Kriegt ihr natürlich auf Video nicht mit, aber mir gefällt das Ganze. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe aber kein 3 cm altes Regal, was ich halt dafür verwenden kann, fragt einfach mal im Holzhandel nach KVH-Holz, Konstruktionsvollholz. Gibt es meistens in Bohlen oder in Kanthölzern. Das ist ein recht preiswertes Holz, weil es muss ja nichts halten oder was. Und das gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Also ich bevorzuge hier 3 cm. Und ja, fragt einfach mal nach KVH, Konstruktionsvollholz, Bohlen oder whatever. Die können da halt auch dafür nehmen. So, damit wir dann hiermit auch was anfangen können, kommen hier noch diese Rampermuffeln rein. Wie Rampermuffeln befestigt werden, habe ich ja schon mal gezeigt, wie ich Deckenelemente anbringe. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben, ein kurzes Video, wie man halt diese Rampermuffeln hier reinmacht, aber ihr könnt mir auch gerne dabei zugucken. Das sind Rampermuffeln, die haben einen Außendurchmesser von 14 mm. 14 mm ist dieses Holzgewinde. Innen drin ist ein metrisches Gewinde, M8 in dem Fall. Und das Loch, was ich hier reinbohren muss, muss ca. 1,5 mm kleiner sein wie das Außengewinde. Also 14 minus 1,5 sind 12,5 mm Loch bohre ich jetzt hier rein. 12,5 mm ist natürlich schon ein gewaltiges Loch, weil ich hier bohre. Und weil ich dieses runde Teil halt nicht so in der Hand halten kann, wenn es denn mal hakt, habe ich hier eine Schraubzwinge angebracht und damit habe ich halt einen Anschlag hier an dem Bohrständer, sodass mir das nicht aus der Hand rutschen kann. So kommt die dann da rein. So, nachdem wir die Löcher gebohrt haben, können wir halt hier die Rampermuffe ansetzen und dann mit dem Imbusschlüssel möglichst gerade die Rampermuffe hier eindrehen. So sieht das Ganze dann aus. Und hier passt dann der
M8 Stehbolzen rein. So, das mit den Scheiben, Bolzen, Rampermuffen haben wir geklärt. Kommen wir zu einem etwas komplexeren Problem, nein, Herausforderung. Und das ist Folgendes. Die Kamera stimmt ja gar nicht. Also, so ein KG-Rohr bekommt man in unterschiedlichen Längen im Baufachhandel oder beim Sanitär eures Vertrauens. Da gibt es meistens Meter oder 2 Meter Länge. Das sind aber nicht die Längen, die man für einen Kratzbaum braucht. Deswegen müssen wir die irgendwie abschneiden. Bei dem Abschneiden oder Absägen ist halt das Problem, wie kriegt man einen Rohr 25 cm Durchmesser gerade abgesägt, weil gerade muss es sein, weil wenn es nicht gerade ist, dann wird ja der Kratzbaum krumm und schief. So, wie habe ich das gelöst? Und zwar habe ich mir so ein Lineal gebaut. Das hat hier oben einen Anschlag und hier ein Loch. Da, an der Stelle, wo ich es absägen möchte. Das ist ein 15 mm Loch, da passt genau so ein Edding rein. Ja, und den stecke ich jetzt hier einfach rein, sodass die Spitze da ein bisschen rauskommt. Den Winkel fahre ich dann hier an dem Rand vorbei. Und immer gucken, dass ich den Winkel dann parallel zum Rohr halte. Ja, jetzt habe ich hier einen sauberen Riss. Und hier kann ich dann mit der Säge immer am Riss vorbei schön sauber das Ganze durchsägen. Aber wie gesagt, ich kann das nicht. Irgendwie, ne, ist mein Handgelenk dann nicht justiert. Das wird immer irgendwie krumm und schief. Und darum mache ich das Ganze in der Tischkreissäge, denn da habe ich mir eine Vorrichtung gebaut. So, wie gesagt, wer vernünftig mit der Handsäge sägen kann, der braucht sowas nicht. Aber wie gesagt, da ich das nicht kann, musste ich mir was einfallen lassen. Vor allen Dingen dadurch, dass ich auch mehrere Elemente halt bauen möchte und nicht jedes Mal immer diesen Aufwand betreiben will, habe ich mir halt diese Vorrichtung gebaut. Und das ist nichts anderes wie so ein U hier. Das passt genau hinten auf meinen Anschlagwinkel. Und daran habe ich den Teil der Muffe von diesem KG-Rohr DN250 draufgeschraubt. Und wenn ich das jetzt hier so draufsetze, mit dem Abstand zum Sägeblatt, habe ich hier noch eine Auflage, damit mir das Gewicht von dem Rohr nicht das Ganze schief zieht. Ich habe die Muffe und das Rohr eingeölt, damit das besser flutscht. Jetzt führe ich das Ganze wieder ein bis zum Anschlag und kann dann einfach das Rohr drehen. Jetzt muss nur noch das Sägeblatt so eingestellt werden, dass ich genau hier an dem Strich bin. Und dann drehe ich das Sägeblatt einfach mit dem Handrad immer nach oben und dann säge ich hier das Rohr 100% gerade ab, was ja das Ziel war. Also, machen wir mal. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich habe jetzt hier einen Sägestrich drin, genau parallel zu diesem Riss. Man darf oder man sollte nicht das Rohr in einmal direkt durchsägen, weil sonst habe ich das hinterher lose in der Hand und dann macht die Säge damit, was es will. Deswegen säge ich das Rohr nicht komplett durch, sondern lasse noch einen Millimeter oder einen Bruchteil von einem Millimeter stehen. Also, weiter geht's.
So, und dadurch, dass ich jetzt hier eine Führungsnut habe, kann ich den Rest halt mit der Handsäge machen, weil da kann nichts mehr schief gehen. So. Schöner Rücken kann auch entzücken. Voilà. Und schon habe ich ein 100% gerade abgesägtes Kagero DN250. Also diesen Aufwand mit dem Sägen von diesem Kagero muss man natürlich nur betreiben, wenn man nicht so wie ich vernünftig mit der Hand sägen kann, oder b, wenn man dünnere Rohre nimmt, also so ein 100er oder 115er Rohr. Ich glaube, das kriegt man auch so mit der Kreissäge oder mit der Kappsäge gesägt. Aber wie gesagt, da es ein DN250 ist und das möglichst gerade ist, musste ich mir halt den Aufwand machen mit diesem Vorrichtungsbau. Eine andere Lösung ist mir nicht eingefallen. Und wie gesagt, das Ergebnis, ne, ist hundertprozentig gerade. Ja, so soll es sein. So, dann nehme ich halt diese Platte, schieb die hier rein, und zwar so, dass es auch gerade ist. Und schraub sie fest. Und mit der Schraube hier habe ich immer noch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu justieren. Weil eins habe ich gelernt bei dieser Bastelei, dieses KG-Rohr ist DN250, das heißt, der Außendurchmesser ist 250 mm oder 25 cm. Nur der Innendurchmesser, der ist nicht immer gleich. Also das kommt auf das KG-Rohr an und ich weiß auch nicht, also der Innendurchmesser ist nicht immer hundertprozentig gerade. Deswegen kann das sein, dass die Holzstopfen einmal passen und einmal nicht passen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten oder, wie gesagt, hier mit dieser Schraube dann entsprechend justieren, dass das dann einigermaßen passt. Also DN250 heißt außen 25 cm, innen irgendwas. So, jetzt kommt wieder was zum Einsatz, was viele noch von meinen Sisal-Wickel-Videos kennen. Das sind diese Haltewinkel, wie gesagt, nichts anderes wie ein Brettchen. Da ist ein Kantholz drauf und oben in diesem Brettchen ist halt ein Loch durchgebohrt. Und diese Winkel mit der Schraube durch, mache ich jetzt einfach hier, kann man das noch sehen, einfach so an diese Rampamuffe dran, ne? So, andere Seite. So, und jetzt kann ich das Ganze drehbar hier auf diesen Tisch spannen. Denn das brauchen wir jetzt. So, da die Oberfläche von diesem KG-Rohr sehr, sehr glatt ist und wahrscheinlich nichts darauf hält, werde ich die jetzt ein bisschen anrauen mit dem Exzenterschleifer, Absaugung dran und ja, fröhliches Schleifen. So, bevor ich jetzt den Teppich hier aufklebe, mache ich noch eine Trockenübung, denn ich habe doppelseitiges Klebeband auf diese Zylinder gemacht, habe den Sisal-Teppich schon mal draufgelegt. Und geguckt, ob er passt.
und so abgeschnitten, dass er hier genau passt. So, und wenn man das dann so hat, dann beginnt die Sauerei mit dem Kleber. Also alles wieder abmachen. Weil mit diesem doppelseitigen Klebeband, das habe ich jetzt nur gemacht, um den Teppich zurechtzuschneiden. Weil halten tut das damit nicht. Zum Kleben verwende ich hier so einen Teppich- und PVC-Kleber. Umrühren, weil das steht schon ein bisschen länger. Ich hoffe, ich versau mir jetzt schon wieder ein T-Shirt. Also vorsichtig. Und dann habe ich hier so einen Zahnspachtel. Und damit verteile ich den Kleber vollflächig. Jetzt kleben wir einfach mit Paketband fest. So, und weil man da so ein bisschen mehr Zug braucht, nehme ich halt so eine Spanngurte. Und damit spanne ich jetzt den Teppich auf dieses KG-Rohr. So, jetzt hilft nur noch trocknen. Und wenn ihr sagt, Mensch, das ist aufwendig, dann wisst ihr auch, warum diese Kratzbäume so sauteuer sind. Die qualitativ hochwertigen. Da der Kleber ja gestern trocknen musste und ich eine Pause gemacht habe, habe ich die Zeit einfach mal genutzt, mal zu schauen, was ich denn schon so gefilmt habe und habe das so ein bisschen zusammengestellt und dabei habe ich mit Erschrecken festgestellt, ich habe schon wieder Filmmaterial von über 30 Minuten. Das heißt, ich werde diesen Kratzbaum heute nicht fertig bekommen. By the way, mich würde mal interessieren, was ihr von der Länge dieser Videos haltet. Sind 30 Minuten oder 20 Minuten zu lang? Ergebe ich mich zu viel in Details? Wollt ihr das Ganze ein bisschen gekürzt haben? Oder schreibt mir mal eure Meinung zu der Länge der Videos. Ob das so gefällt, ob das so richtig ist, weil ich möchte euch ja mitnehmen und Schritt für Schritt zeigen, was ich hier baue, damit ihr es nachbauen könnt. Oder sagt ihr, nee, das ist alles viel zu lang, erklär das lieber und mach das Ganze ein bisschen kürzer. Wie gesagt, ich würde mich über Kommentare und ein Video freuen. Dankeschön. So, packen wir es mal aus. Weil es ja so lange dauert, spule ich das dann wieder etwas schneller vor. Also so schnell, wie ihr das jetzt im Video seht, bin ich nicht wirklich. Boah, ich zeige euch mal das Element ein bisschen näher. So sieht's aus. Ne? So die Naht hier. Da vorne mit der Rampamuffe. Fertig. So, was machen wir jetzt mit dem guten Stück? Ich habe ja, wie gesagt, schon mal was vorbereitet gehabt. Hier habe ich so eine kleine. Da ist oben Stehbolzen drin. Ne? Für 8 mm hier. Damit der sich nicht immer mitdreht, habe ich den befestigt mit Loctite. Das ist so ein Befestigungsmittel für Schlosser. Also damit kann man Schrauben befestigen. Und hier kommt ja jetzt irgendeine Ablage drauf.
Die Ablage, die muss ich ja noch bauen, kommt dann im nächsten Video. Ich nehme hier einfach mal so ein rundes Teil. So. Und dann nehme ich halt die Rolle, die wir gerade gemacht haben. Mit der Rampenmuffe setze ich die hier drauf. Und schraube die fest. So sieht das Ganze dann aus. Und so könnte ich halt Stück für Stück so einen Kratzbaum aufbauen. Ne? Hält dann zusammen. Wie gesagt, da das Video jetzt schon wieder so lang geworden ist, höre ich an dieser Stelle auf. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wie gesagt, immer über einen Daumen. Und schreibt mal unten drunter, ob das Video so zu lang war oder ob ich irgendwas ändern sollte. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze dann fertig aussieht, wenn die Ablage da drauf ist, wie ich die gebaut habe, was auf diese Ablage drauf kommt, ja, dann am besten den Kanal abonnieren unten, dann verpasst auch nicht, wenn es weitergeht. Und ja, ich würde mich freuen. Bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschö, sagt der Rainer.